Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Total War Saga Troy mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da, der Mr. Merp, der plündernde Diomedes, der ist natürlich auch da. Ich grüße dich. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, auch von mir. Ja, ich greife gleich nochmal an. Also ja, Steamrollen auf jeden Fall. Ja, ja, also wenn ich das jetzt hier gewinne, dann habt ihr keine Armee mehr. Ja, ja, ja. Ich meine eben noch gesehen zu haben, dass im Süden noch irgendwie so ein 10er-Stack war, aber ich kann nicht sagen, ob das die gleiche Fraktion war oder ob ich mich da jetzt geirrt habe. Dann habe ich nicht genau hingeguckt, falls es der Fall sein sollte. Aber ja, das kann man ja einfach rausfinden, ne? So, ich wollte nämlich nochmal ausrechnen, ganz, ganz kurz, wenn wir das vorher nochmal machen dürfen. Also ich gebe dir wieder die Fernkämpfe. Das ist jetzt hier auf dieser Map hier absolut entscheidend, die richtig zu spielen, finde ich. Ich spiele die sowieso immer richtig. Du musst mir nur sagen, was deine Strategie ist. Ich würde sagen, die Fernkämpfer erstmal ausspielen. Alles, was kein Schild hat, wird zusammengeschossen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Warte kurz, ich habe extra mal den Rechner ausgepackt. Jetzt bin ich bloß so doof, ihn zu finden. Da ist er. Werkzeuge. Nein, ich will nicht den Rekorder. Nein, ich will nichts aufnehmen. Handy. Entschuldigung. Also, ich habe einen Nahkampfangriffswert von 43 mal 1,2. Ergibt 51,6. Ne? Und das ist auch der Wert, den wir gleich sehen werden. Ich habe einen Waffenschaden von 20. Da brauche ich nicht rechnen. Das sind einfach 4, das sind dann 24. Also es müssen eigentlich 26 sein. Wenn die Schlacht gleich beginnt, werden wir gleich sehen, was es für Werte sind. Gehst du schon absichtlich so weit vorne ran? Ja, okay, warte, ich positioniere mich gleich nochmal neu. Aber warte mal, ich kann dir, warte mal, ich habe eine Idee. Ich gebe dir diese Jungs hier. Die können nämlich auch Vorhutaufstellung und die können im Zweifelsfall die Fernkämpfer, diese zwei Artemis-Damen, Armeen, absichern. Ja, meine Idee wäre jetzt gewesen, halt vielleicht hier diesen Hügel direkt halt zu besetzen, ne? Das müssen wir mal gucken, ne? Ja. Ich sehe also, ich hab's jetzt halt so hingestellt, dass wir halt so nach Möglichkeit halt eben direkt Vision kriegen, ne? Das macht absolut Sinn, ja. Ich krieg halt keine, das Doofe ist, ich krieg halt keine Vision hier auf alles, was dahinter liegt, ne? Das macht absolut Sinn. Die Fernkämpfer sind auf jeden Fall saustark, was das angeht. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Werte an, wie die sich verändern. Also wie gesagt, ich würde jetzt hier erwarten, dass das jetzt hier halt dann auf diese... Es müssten mehr als 51 sein beim Nahkampfangriff und es müssten hier auch deutlich mehr als diese 20 sein und auch deutlich mehr als diese 22, also es müssten mehr als 24 sein nach der richtigen Berechnung, aber es wird nicht passieren. Gefecht startet. Ja, das Lustige ist, dass der Nahkampfangriff tatsächlich nur auf 50 hochgeht und der Waffenschaden geht sogar nur auf 23 hoch, also die Werte gehen nicht einmal um diese 20% nach oben. Das halte ich für sehr, sehr schräg, du. Ich habe den Eindruck, die kommen hier raus. Ja, du, die kommen hier raus. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Vorsicht, die kommen. Ja, aber die haben sich nicht bewegt. Die sind einfach stehen geblieben. Ich komme mit den schnellen Units. Alles gut. Bisher hat er nur Steinschleuder erwischt. Die sich irgendwie auch nicht so wirklich bewegt. Ne? Eure Krieger verlieren den Mut. Meine Steinschleuderer sind keine Krieger. Deswegen verlieren die auch nicht den Mut. Der kommt echt mit allem, was er hat, an. Bastards of War. Alter, der schießt nicht mit denen. Das ist auch wieder komisch, ne? Wicked. Okay, die erste Einheit flieht schon mal. Das ist doch schon mal gut. Irgendwie ist das ein bisschen
Also ich habe den ersten Gen von denen schon mal vermöbelt. Nice. Guck ich mal, was der Wurfspeer kann. Die Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Komm, wirf, wirf, wirf. Also, werfen tut er super, treffen nicht so. Selbst auf ein stehendes Ziel nicht so. Okay. Ich muss sie hier aufhalten. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Mhm. Hier sind so viele große rote Kleckse auf dem Boden. Man fragt sich ja, wo die herkommen. Ich weiß genau, was du meinst. Aber wir gewinnen die Schlacht. Mhm. Eine Einheit von Krieger noch. Sammeln sich. Na, also jetzt fliegen sie nicht mehr. Das sind gar nicht meine. Das sind der Mörbskrieger. Ja, ist ein bisschen verwirrend, ne? Es wäre gut, wenn sie das so machen würden, dass sie in einer anderen Farbe dargestellt würden, deine dann. So bündnisfarbenmäßig halt, ne? Genau. Wie bei Warhammer oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das bei Warhammer allerdings so akkurat umgesetzt war. Also, ne? Ich meine, du hattest da Blaudern. So, ich schieße jetzt nur gerade die Bogengeschützen hier von mir zu klumpen. Die Einheit aufgerieben. Jawohl. Der andere General hat wieder Bock. Warte mal. Moment, halt, die sind. Junge, ey, das kannst du mir doch echt nicht erklären. Das Logo von denen, oder beziehungsweise das Einheitenbanner war nicht mehr zu sehen. Ich muss mit den Nachtläufern abhauen. Der Sieg ist zum Greifen nah. Da kommt er. Auf einmal dreht er sich nochmal um und fängt an, die zu Hackfleisch zu verarbeiten. Ich hasse sowas, ey. So, ich kann meine Arrestieren machen. Jetzt ist es vorbei mit ihm. Muss man mit deinen leichten Speerkämpfern nochmal gerade meine Fernkämpfer ein bisschen protecten. Wo, wo, wo? Ich versuch's dir einzuzeichnen hier. I don't see anything. Opportunistischer Mistkerl. Okay, da ist der Army los. Jawohl. Ja, dann mach er direkt weg. Da brauchen wir nichts mehr an Einheiten zu riskieren. Ich weiß, das ist eine Siedlung, ist GG, aber warte mal, sein Held kämpft noch. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Sein Held hat auch eine Arrestieren. Bloß meine ist besser. Ja gut, der hat auch nicht mehr so viele Hitpoints, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, es hat er aufgegeben. Super. Okay. Katmeischer Sieg reicht mir. Wir haben nicht mal eine Einheit verloren, guck mal. Ja, nice. Die Nachtläufer waren geil. Die sind gut, ne? Das ist eine meiner Eliten. Oh, wow. Boah. Guck mal, der war vorher noch auf der Sonnenbank, der Diomedes, ne? So ein etwas, oder war, da hat er so einen Selbstbräuner benutzt. Ich glaube, das ist so ein Selbstbräuner. Das ist der Nachteffekt, ne? Genau. Hard work is rewarded. Ich habe einen silbernen Schild. Solange solange sein Gesicht nicht orange färbt, ne? Ja, das ist, ist die Kriegsbemalung für die Stammesoberhäupter eines Kontinents, der jetzt noch nicht entdeckt ist. Dominanz, Moral für die eigene Armee. Ich fand ja echt total beeindruckend auf dem letzten Bild, was ich von dem gesehen habe, wie der irgendwie auf dem Flughafen unterwegs war. Besagter Stammeshäuptling. Mhm. Und dem so eine Windböe ins Gesicht blies. Und man sah halt so krass diese Abdruckränder halt von dem, oder diese, nicht die Druckränder, diese
diese Ränder, die entstehen, dadurch, dass der diesen Selbstbräuner da halt aufsprüht, ne? Das sah halt einfach so schrecklich aus im Gesicht, ja, also... Der ganze Rest vom Kopf halt einfach so komplett käseweiß, ne? Es sah halt aus, als hätte er sich einfach so eine orangefarbene Folie aufs Gesicht geklebt, ne? Also, So, und dann denke ich mir halt auch nur so, ey, Junge, jetzt mal ernsthaft, ne? Also, warum macht man sowas? Es sieht halt auch einfach nur scheiße aus, ne? Also gut, ich meine, weil das kann nicht. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber... Ja. Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum man sowas macht. Also, es gibt ja Leute, die sind total Fan von solchen Selbstbräunern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auch ich finde nicht, dass das nach was aussieht, ne? Also, ich meine, jeder muss selber wissen, was er sich ins Gesicht schmiert oder sonst irgendwo hin. Aber da bin ich voll bei dir. Das ist nichts, was ich tun würde. Sagen wir es mal so. Okay. Wir sind noch einmal. Ich meine, ich bin ja auch so ein Bleichgesicht, ne? Aber ich käme jetzt halt nicht auf die Idee zu sagen, so, ey, weißt du was, voll cool. Ich sprühe mir jetzt einfach so orangene Farbe ins Gesicht oder so, ne? Also. Ach, was Menschen alles tun, ne? Ja, ja. Denken wir am besten gar nicht drüber nach. So, nächster Turn. Die Eitelkeit macht's, ne? Die Eitelkeit. Jo. Okay, ne, will was von dir? Ne? Ja, die wollen alle was von mir und ich sag immer, komm, geh spielen. Sie wollen alle dein Mojo. Mein Mojo. Aber das brauche ich noch. Ich glaube, ich mache mir so ein Makro, obwohl zweimal Escape-Taste drücken, dann ist man auch echt ziemlich lazy, ne? Aber. Ich habe einen Krieg. Irgendjemand hat Mykene den Krieg erklärt. Warte mal, das ist unser Bündnis, oder was? Nee, Gesinnung gegenüber, hä? Warte mal, Moment. Das Lustige Argos, ist... Argos, Sparta, Pylos, Treusen und Tiryns. Angreifer ist Metymna. Ich weiß ja nicht mehr, wer das ist. Ich suche gerade eben. Who the fuck is Metymna? Ich trete dem Krieg mal bei, ja? Also... Ja, bin ich auch. Ja, ich will ja nicht verräterisch sein. Hä? The fuck ist Metymna? Ich finde aber auch keinen Metymna, nö. Warten wir mal ab, wir werden das ja gleich sehen. Es sei denn, sie sterben jetzt sofort wieder. Aber die sind ja der Angreifer. Ja. Ja, sei denn, sie greifen halt an und sterben halt wieder. Berühmter Eroberer, Ansehen plus 2. Nehmt die Hauptstadt von Metymna ein. Lass ich mir mal gleich anzeigen. Ja, 280 Nahrung durch die Alasse. Oh, geilstens. Fraktion vernichtet. Lokris, Osolia. So, dann zeigen wir ganz kurz diese Mission. Ja, wo ist das denn? You cannot be serious. Das ist, die Hauptstadt ist Eressos und ist, ich würde mal sagen, gefühlte 8 Turns weg. Das ist aber weit. Also beste Zeit, um mit einem Fullstack aufs Meer zu schippern, auf jeden Fall, ne? Okay, gut. Das, ja, ich sehe die halt noch nicht mal, ne? Sagen wir nochmal ganz schnell. Moment, sind die das? Boah, soll ich dir aufzeichnen auf der, ja genau, ja. Okay, das ist aber echt weit. Warum erklären die uns den Krieg? Ich meine, da geht doch normalerweise Paris hin und holt sich das. Ich frage mich auch gerade, wo die sind. Also, das scheint wieder so eine Random-Nummer zu sein, ne? Ja. Die Fraktion erklärt einfach so random den Krieg, ne? Also, zumindest wissen wir nicht, warum sie es getan hat. Okay, also wir haben Runde 22. Ich schreibe mir das mal gerade auf. Das heißt, ich kann in Runde 32 Frieden machen. Und wie heißt diese Dreckspenner-Fraktion nochmal? Metymna. That is not possible. So, okay. Gut, dann, Erlasse wollte ich einen neuen machen, ne? Also, was nehme ich denn ganz gerne? Kampfgeschwindigkeit der Einheiten, geraubte Schätze nach der Schlacht finde ich ganz gut, Bewegungsgeschwindigkeit auf der Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Und weniger Verschleiß bei Belagerung und Sabotage. Das ist eigentlich eher so das, worauf ich immer gehe. Zufriedenheit in eigenen Provinzen ist auch sehr wichtig, ne? Ja, gehen wir erst auf Zufriedenheit, weil du brauchst ja auch ein bisschen Ruhe hier erstmal.
Und dann, wenn du fertig bist in 2 Runden, dann baue ich das aus und dann kann ich mich mit der Truppe hier vielleicht auch schon auf den Weg machen. Ja, und dann nehmen wir alles mit an öffentlicher Ordnung, was geht hier noch. Und Salamis bauen wir ja gerade aus und sonst kann ich nichts machen. Und das dauert noch 3 Runden, nee, 2 Runden, bis es fertig ist. Und sagen wir nochmal, ja, jetzt haben wir gerade den Helden. Ja, das ist aber alles in Ordnung soweit. Und zack, dann bist du dran. Alles klar, wunderbar. Dann ging das schnell bei mir. Ich habe natürlich einen Siedlungsbrand. Der ja, geilo. Gebäude beschädigt hat natürlich. Und alle, ne? Und ja, die Zufriedenheit sowas von in den Keller jagt. Ja. Jetzt will ich ja nicht der Teufel sein, der jetzt wieder was in die Wand malt. Aber weißt du, es ist wieder mal in dem Moment, wo ich eigentlich etwas angreifen und belagern müsste, kommt jetzt so etwas, was kurz davor ist, dann in eine Rebellion umzudriften, nur damit ich da jetzt nicht angreifen kann. Es kommt, das ja, ist immer wieder bei Total War. Du kriegst -4, also oder -1, glaube ich, für jedes beschädigte Gebäude. Oder -3 auf die Zufriedenheit. Ne? Je schneller du das reparierst, desto besser. Ich kann dir Holz geben, also 400 habe ich noch, falls du das brauchst. Wenn dir das hilft. Kannst du ja mal überlegen. Weißt du was? Ich greife hier einfach sofort an. Ich beende den Käse jetzt hier. Das Spiel sagt, ich habe keine Chance. Ich glaube ihm nicht. Okay, wir kämpfen gegen Cutmos. Dann hoffen wir mal, dass das kein cutmoischer Sieg wird. Ja, guck mal, der Balken ist jetzt hier ein komplett anderer. Also ich, das ist so geil, ne? Du beginnst mit der Schlacht und zack. Ich gebe dir wieder die Fernkämpfer und ich werde einfach jetzt alles, was Nahkämpfer ist, an die Mauer jolon. Weißt du, was ich meine? Einfach ran an den Speck. Gib mir nochmal schnell ein Update. Der kann mit den Türmen, der kann mit allen Türmen schießen oder nur mit denen, wo er Einheiten hat? Er kann mit allen leider schießen. Schießt mit allen, ne? Ja, okay. Ja, ich glaube, ja. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ich mich an diesen A... auch noch richtig erinnere. Also du solltest am besten einfach hinter mir bleiben und dann einfach anfangen, gezielt über die Mauer zu schießen, insbesondere mit den Bogenschützen. Pass auf. Also ich gehe so mit, ja? Ja. Und ich gehe einfach volle Kanne drauf. Bist du bereit? Ja. Go. Ja. Weil anders geht das hier eh nicht. Wir gewinnen das über die Fernkampfdominanz durch dich. Und dass wir halt einfach jetzt den Türmen nicht genug Zeit lassen, was ich hoffe. Und auf wen soll ich am besten schießen? Naja, auf alles, was du halt frei schießen kannst. Okay. Am besten in den Rücken und solche Sachen. Ja, okay. Ich schieße natürlich auf die Fernkämpfer mit den Türmen, ne? Heide Witzka. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. So, wie gesagt, mein Charakter hat hier diesen Fokus auf Wildheit. Dann spiele ich diese Wildheit jetzt einfach mal aus. Obwohl er ja eigentlich der Meisterstratege ist. Irgendwie beißt sich das, so wild zu sein, aber ein Meisterstratege. Weißt du, was ich meine? Mhm. Eure Leitern stehen an den Mauern des Feindes. Wir sind de facto schon oben. Er weiß natürlich schon einen halben Tag vorher, auf welche einer die schießen will. Alter, wo schießen die denn jetzt gerade hin? Das brauche ich gar nicht machen, das habe ich gerade gelernt. Euer Held wird angegriffen. Ja, vom Turm. Schieß auf die Schwertblänkler. Ihr habt den feindlichen Turm eingenommen. Massaker! So, ich habe welche Türme, dann schießen die nicht mehr. Ja. Wobei den einen, den kriegst du irgendwie nicht, ne? Den ja, vor dem wieder. Du stehst, da bin ich auch noch nicht dran gewesen. Jetzt renne ich ran. Guck mal, jetzt krieg ich ihn. Jetzt greifen wir hier an.
Ja, die Moral von ihm geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen down. Alter, der kitet, das ist so ein Witz wieder, ne? Der rennt vor, zurück mit den Schwertplänklern, ne? So, dass ich ihn nicht richtig treffen kann. So gemein, dieser Hund, ey. Eure Krieger verlieren den Mut. Aha. Tja, immerhin hat Diomedes, der hat Benehmen. Der wartet, bis all seine Männer, die vorhin an der Leiter waren, hochklettern. Und erst dann geht er selber hoch. Der wartet echt bis zum Schluss. Ich sag mal, wir ziehen den Hitpoints ab, aber da sterben tatsächlich gar nicht so viele von ihm jetzt. Bitte. Okay, aber wir haben hier den Turm. Jetzt ist er endlich oben. Achtung, der will deine Speere, die da gerade die Fernkämpfer gestellt haben, angreifen. Nee, er hat sich wieder umentschieden. Ich greife den gegnerischen Jenner an. Ich wundere mich gerade über die Feigheit meiner Männer. Rennen jetzt halt ganz viele raus, ne? Feind hat euren Turm übernommen. Great courage. Also das ging sehr schnell übrigens. Also ich muss dann da weg, ne? Komm, 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 komm. Ah nein, die Tore sind wieder zu. Nein. Ah, der hat das Tor auch wieder genommen. Okay. Ich mach das jetzt ganz stumpf. Ich werde jetzt einfach seine Siedlung einnehmen. Ja. Deine eigene Einheit Keulenträger ist übrigens wieder da. Ja. Oh, du willst mich verarschen. Der ist tatsächlich mit denen auf die Mauer geklettert. Dude, was ist denn mit dir kaputt? Der rennt mit denen. Alter, der rennt. Ihr habt die Tore fast eingenommen. Ich frag mich schon, was ist denn da los? Der klettert mit den ganzen Schleuderern auf die Mauern. Warum? Boah, und der hat Munition, diese Schwertplänkler, ey, die haben Munition ohne Ende. Das ist wie eine normale Fernkampfeinheit, wie der Team spielt. Ey, ich schaut euch das mal an, wo die jetzt da rumlaufen. Das ist ja echt dämlich. Ich renne jetzt mit der gesamten Nahkampfinfanterie einfach rein. Jo, mach das. Ich versuche ihn einfach hier vorne ein bisschen abzulenken nach Möglichkeit. Und dann. Bei mir läuft schon die Aristie. Jetzt kämpfe ich seinen Helden nieder. Dann müsstest du seine Piazza eigentlich bekommen können. Genau. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Das ist aber auch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen weg, ne? Der schießt Gatling-Türme, ne? Jeder Schuss ein Treffer. Ey, der greift ihn halt aber auch echt nicht an, ne? Obwohl er vor ihm steht. Na, diese Belagerungen sind einfach so broken AF, ne? Könnt ihr hier übrigens auch sehen, da stehen nämlich noch Einheiten hier oben drauf, aber die Einheiten sind, der größte Teil der Einheiten befindet sich bereits halt hier. Das ist halt nur insofern fies, weil nämlich die KI wieder verteidigen kann und verhindern kann, dass ich die Türme einnehme, wenn ich hochrenne,
bevor die Einheiten alle geflüchtet sind. Hier jetzt zum Beispiel kann man eigentlich auch hier ganz gut. Der Diomedes hat gerade eben beim Moment, wo den gegnerischen... Also mit den feindlichen Helden gekillt. Ja, ja, aber der hat gerade eben einfach mal von ihm weg sich weggedreht, weißt du, so, nö, mach ich nicht, so nach der Art. Okay, krass. Der gegnerische andere Held hat überhaupt keinen Bock mehr und ist jetzt völlig erschüttert, wie ich gerade sehe. Also wieder meine Männer nehmen jetzt hier einfach mal das Zentrum ein. Oh nein, der Torbug. Oh, nein, das gibt's da wieder nicht. Das ist eine Einheit wohl, hat irgendwie das Tor geöffnet, meine Einheit wollte da durch. Gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Ja, bitte, 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 lasst diese Belagerung. Ihr Götter, ich flehe euch an. So, ich nehme das Tor weg. Das macht immerhin Moral-Damage. Schieß mal bitte auf die Plänkler, die irgendwie fast noch volle Munition haben, wie auch immer sowas gehen soll. Schieß vor allem auf die, die schon fliehen, aber noch nicht zerstört sind. Das wäre mir ganz recht, weil die müssen definitiv weg. Ja, versuche ich auch. Siegpunkt verloren. Naja, der Feind verliert gleich noch ein paar Siegpunkte mehr. Hoffe ich. Ihr okay, habt geil. Eingenommen. Wir haben das Tor eingenommen, jetzt kann ich die Einheit da platt machen. Also Diomedes tankt ja gerade die ganze Bande, ne? Ja, lass den mal ruhig noch ein bisschen tanken. Schieß mal in den Rücken rein, dass sie da mal fliegt. Ja, ja, vielleicht. Genau, ich positioniere genau. Mich da gerade. Immerhin, ich glaube, es fallen ein paar um. Ja, ja. Das haut den vor allem auch die Moral richtig. Schick unter. Mal noch irgendwie, schick mal irgendwie vielleicht noch eine Einheit, um hier dicht zu machen oder so. Und vielleicht noch eine Einheit, um hier irgendwie dicht zu machen. Einfach nur, dass der sich da nicht so einfach durchkämpft. Ist die Einheit jetzt wieder da? Ja, supi. Du hast doch noch eine Einheit Speerkämpfer, die wieder gekommen ist. Die kannst du theoretisch auch wieder reinholen. Oh, ja. Was ist denn das für ein asozialer Drecksturm da hinten? Schaut euch den mal an, wo der steht hier und wo der überall hinschießen kann. Das ist ein Obermies, ey. Obermies, Obermies. Und charakterlos. Okay, so, dann einmal hier rüber. Dann Preisfrage, wollen wir hier noch irgendwas verfolgen? Mal, ob es klappt, ne? Warte mal einen Moment. Fliehen. Okay, ab hinterher. So, dann müssen wir mal bitte die Schleuderer mit hier hinten hin. Bald wird die feindliche Hochburg euch gehören. Ah gut, okay, meine Einheit ist dann doch vollständig geflüchtet. Das ist klar. Wahrscheinlich hat der Turm einmal drauf geschossen. So, die meisten von denen fliehen jetzt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass sie halt nie wiederkommen, ne? So versuche ich das gerade. Der Sieg ist zum Greifen. Also ich finde es ja doof, dass der Zorn so schnell runtergeht. Ja, der geht echt schnell weg. Du kannst ja eigentlich fast nichts machen mit dem Zorn. Ja. Achtung, da ist eine flüchtende Einheit Schwertplänkler. Ja, guck mal, ob die nochmal wiederkommen kann, theoretisch. Nee, die sind zerstört, keine Sorge. Okay, alles klar. Let's see blood. Dann zerstöre ich jetzt noch ein bisschen mehr. Das war's, wir haben gewonnen. Nice, okay. Aber es war trotzdem wieder mega verbaut, wie ich fand. Also vor allen Dingen, als meine Steinschleuderer da auf einmal die Mauern da hochgeklettert sind. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ja, die machen das automatisch, wenn du. Wahrscheinlich hast du den Angriffsbefehl gegeben auf eine Einheit. Und dann ist diese Einheit halt irgendwie denen aus der Reichweite oder aus dem Winkel raus. Ne? Dann wollen die halt das unbedingt schließen.
Ja, also ich habe jetzt hier natürlich jede Menge Value-Einheiten verloren, aber damit aber auch jetzt die letzte Stadt von denen genommen. Und damit auch wieder eine richtige Stadt genommen. Ionien ist vernichtet. Nice. Ja, dann ist die Mission auf jeden Fall mal durch, würde ich behaupten. Und jetzt ist Ionien auch weiter bekannt. Und im nächsten Part sehen wir dann, wie der Merb seine Eroberungen absichert. Und bis dann sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum Valete. Ciao.